Wir sind ja nach der Suche nach einem Wasserhäuschen, das wo irgendwo am Buchstein ist. Wo kann man hier parken? Ja, da vorne. Sven, sag mir was, ich war seit 30 Jahren immer hier. Da hinten rechts kann man parken. Sag mir was. So, wir schauen uns jetzt mal am Buchstein quasi diese gefasste Quelle an. No? No. Naja, gehen wir weiter. So, wir sind jetzt bei dieser alten Wasserquelle, wurde mir gesagt, angekommen. Jahreszahl 1893 ist oben zu erkennen. Und wir schauen jetzt natürlich da mal oben rein. Das hört. Echo! Also da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Ja. Aber am besten Willen. Ich hätte keinen Bock da runter zu steigen. Aber hier wird es über die Treppenstufen weitergehen. Da hinten rein. Aber gesagt, wir raten natürlich davon ab, hier reinzugehen. Es ist gefährlich, bestimmt auch nicht erlaubt. Trimm dich, Smuts, trimm dich! Naja, trimm dich, Fahrt, ja. Und deswegen gibt es hier nur Impressionen vom Einblick. Also, schätzungsweise ist er nicht so groß. Ich tippe auch, dass der sehr klein ist. Sieht man praktisch, wo wir reingeschaut haben, da unten gleich. Ja. Ja, und so groß ist das dann hier auch nicht. Hier geht schon wieder ein Gefälle runter, ja, ist ein Stück Wald gerodet. So, Gullideckel. Deckel, Anlage. Ja, das war's jetzt von hier. Also es ist nicht wirklich so aufregend. Das ist hier wie ein kleiner alter Wasserspeicher mit einem echt coolen Echo. Ja. Wir sind ja wie gesagt jetzt nicht reingegangen, sehr gefährlich. Ja. Geht ja dann hinter dem Loch auch 2 Meter runter. Ist nicht zu empfehlen. Und ja. Aber als Bayreuther muss es mal angeschaut werden. Sind wir überhaupt noch in Bayreuth? Also ich kann hier nicht außerhalb von Bayreuth knüpfen. Das wäre jetzt auch. Ja, ja, Buchstein gehört noch zu Bayreuth. Also alles in Ordnung.